kriegst einen Tritt gegen Schienbein. Stolz wird dich in den Tod reißen. Kotl. Ach, deine Geliebte. Ich dachte, du wärst tot. Was ist geschehen? Shao Kahn hat mich verraten. Meine Legion überfallen. Ich wurde für Shang Tsungs Experimente am Leben erhalten. Erst als er starb, wurde ich befreit. Dich wiederzusehen lässt mich diesen Albtraum überstehen. Noch einmal verliere ich dich nicht. Los, hilf den Erdenreichlern. Ich kümmere mich hierum. Dein Ich aus der Zukunft ist kein Feind, Aaron Black. Zur Hölle mit der Zukunft. Ich lebe für den Moment. Angesichts des Wegs hätte ich dich nicht für so leichtsinnig gehalten. Fight! Erster Ritterverbonus. Und wieder ein bisschen trinken. Da müssen wir noch mal gucken. Okay, das war das. Nimm das. Der macht das nicht. Das ist dieser Strahl, was auch immer der macht. Hä? Warum ist denn jetzt tot? Die Sterne fallen. Hab ich jetzt gerade nicht verstanden, wie ich den jetzt umgebracht habe. Na gut. Das Vieh da im Hintergrund, der sieht auch mega nice aus. Seg dich auf. Ich glaube, dieses komische Licht, das ich hier manchmal so spawne, ist, wenn ich da irgendwie im Wirkbereich bin, dass ich da irgendwie mehr Kraft habe, oder wenn er da reinkommt, dass er da irgendwie von einer Attacke getroffen wird. Weiß ich jetzt irgendwie auch nicht. Aber gut, wir haben es irgendwie hinbekommen. Ich kann noch ein paar Sachen schön freischalten. Der angemalte Hulk. Ja, mein Favorite wird es nicht. Habe jetzt ein bisschen privat schon gezockt mit einem aus der Community. Mega Bock gemacht. Und ich weiß auf jeden Fall schon, wer mein Main ist. Die Außenwelt hat deine nutzlosen Kriege abgelehnt. Imperien breiten sich aus oder sterben. Ein Feldzug diente allein dir, nicht den Außenweltlern. Fight! Fight! Aufhetzer! Ich bin dein Kampf! Rein ins Licht und die Sterne. Okay, einmal noch. Geh mal hin. Oh, schade, da war er gerade. Mein Tiger, oder wie Vieh der heißt. Puma. Ich will ihn öfters machen, aber ich krieg ihn nicht hin. Welt, ey, was da im Hintergrund passiert. Okay.
da was kaputt. Hier in deinem Hintergrund ist ein Vieh frei. Ich will diesen Tekuani-Angriff machen, aber irgendwie kriege ich es nicht hin. Ich kann ja nicht auch verstärken. Kriegst einen Tritt gegen Schienenbeine. Du bist nicht mehr länger Khan. Ich mag die. Wofür auch zu mir Main. Devora. Die ist einfach nur cool. Okay, die rettet alle. Wie hat sie das gemacht? Etwas Seltsameres habe ich noch nie erlebt. Kotal Kahn, ich bin Raiden, Beschütze des Erdenreichs. Ich weiß. Kennen wir uns etwa aus deiner Ära? Wir waren Verbündete, die zu Feinden wurden. Überraschend. Teilen wir doch beide die Abneigung gegen Shao Kahn. Alles veränderte sich nach deinem Sieg über Shinnok. Shinnok ist besiegt? Unsere Reiche kämpften gemeinsam. Aber der Sieg machte dich härter. Um das Erdenreich zu schützen, hast du andere Reiche, die dir gefährlich erschienen, bekämpft. Das kann nicht sein. Mein Raiden trägt Shinnoks Amulett als Symbol seiner Wut. Sei versichert, Kotal Kahn. Ich bin nicht dieser Raiden. Wir haben ein gemeinsames Ziel. Wir müssen die Zeitverschiebung beseitigen und Shao Kahn besiegen. Einverstanden. Lo Kang, Kung Lao und ich werden ins Erdenreich zurückkehren und die dortigen Zeitanomalien analysieren. Wir müssen dieses Phänomen besser verstehen, um es beseitigen zu können. Meine Späher werden Shao Kahn finden. Nun, heißt es Lebwohl. Nur ein Lebwohl auf Zeit. Shao Kahn darf nicht einfach davonkommen. Ich will Gerechtigkeit für meine Familie und ganz Edenia. Ich kehre zu dir zurück, um zu helfen, Prinzessin. Aber ich kenn's natürlich alles nicht, ja? Also ich kenne diese Gitana nur böse. Komisch, die jetzt lieb zu sehen. Aber die war ja anscheinend mal okay, die war eine Prinzessin, alles klar. Gut. Du weichst meinen Fragen aus, Devora. Ich besiegte dein Volk, zerstörte dein Reich. Dennoch hilfst du mir. Wir können ihr nicht trauen, Eure Exzellenz. Kotal Kahn tat es. Und sie verriet ihn an Shinnok. Kotal Kahn. Wieso bin ich tot und er sitzt auf meinem Thron? Ihr wolltet das Erdenreich mit der Außenwelt verschmelzen. Die Götterältesten griffen ein und Raiden tötete euch. Daraufhin wurde Melina zum Khan. Nachdem diese hier deine Tochter tötete, ergriff Kotal den Thron. Du hast Melina getötet? Falls das stimmt, wirst du sterben. Devora steht unter meinem Schutz, Shao Kahn. So wie du. Ich bin Kronika. Die Legenden sind wahr? Mir missfällt, wie die Geschichte sich entwickelt hat. Also verzerrtest du die Zeit? Ich hielt die Zeit an. Ich vereine alle, die den aktuellen Lauf der Geschichte verabscheuen. Einen wir Vergangenheit und Zukunft. Finden wir Verbündete aus beiden Ähren. Und wie wird dein Kampf mir zum Vorteil gereichen? Ich biete dir ein größeres Imperium in der neuen Ära, Shao Kahn. Kein Raiden, der sich dir in den Weg stellt. Du kannst Raiden einfach auslöschen? Es ist ein schweres Unterfangen, das viel Macht und Aufwand bedarf. Mein Stundenglas muss durchgehend beschützt werden. Werden deine Außenweltarmeen es verteidigen? Das werden sie. Verflucht nochmal, ich dreh durch. Kann mir jemand irgendwer erklären, was zum Teufel hier vor sich geht? Echt mal,
Ich bin seit einer knappen Stunde in der Zukunft und habe noch kein Jetpack gesehen. Kein einziges. Es ist also wahr. Ich ging einen dunklen Pfad. Nachdem Shinnok erledigt war, hast du dich komplett verändert. Rote Blitze, schwarze Kleidung. Eine autoritäre Einstellung. Ja, da fällt mir ein. Wo steckt dein dunkles Ich? Hä? Wieso bist du hier allein und ich habe einen fiesen Zwilling? Als Unsterblicher existiere ich außerhalb der Gesetze der Zeit. Das könnte auch meinen Zustand erklären. Danke. Komisch, nicht? Wenn man nicht der Boss ist. Das ist komisch? Das und Töchter unseres Alters zu haben. Sieh sie dir an. Wie kann ich ein Kind haben? Ach, das ist die Mutter. Ihm? Tja, immerhin keine Schauspielerin. Na komm, denk mal drüber nach. Wir bekommen beide was vom Gewinn. Im Sommer im Kino. Johnny Cage und Johnny Cage. In Time Quake. Hast du schon einen Schlachtplan? Ich hatte bereits seit Monaten undeutliche Visionen der Zukunft. Aber keine davon zeigte mir das hier. Ich muss die Götterältesten befragen. Lu Kang, Kung Lao. Bitte unterstützt die Spezialeinheiten, während ich weg bin. Ja, Lord Raiden. Folgt mir. Commander? Ja, Mom. Ich meine, General. Ich meine... Das ist auch für mich seltsam. Du hast ja keine Ahnung. Was? Wie soll ich das sagen? Heute Morgen gingen wir auf eine Mission. Und du hast dich geopfert, um uns zu retten. Ach du Scheiße. Echt jetzt? Ja. Und jetzt stehst du hier. Jung genug, um meine Schwester zu sein. Cass, sieh dir das mal an. Ein Unterreichangriff bei der Wuxi-Akademie. Das Unterreich? Shinnoks Tempel zu zerstören, hätte sie aufhalten müssen. Muss die Zeitanomalie sein. Wir müssen den Shaolin-Meistern helfen. Was hätte das Unterreich von der Zerstörung deiner Alma Mater, Lu Kang? Die Drachengrotte. Unterhalb der Akademie. Die Jinsei-Energie des Erdenreichs sprudelt in ihren Quellen. Das ist nicht gut. Wir haben gesehen, was passiert, wenn das Unterreich die Lebenskraft des Erdenreichs manipuliert. Sie werden die Grotte nicht erreichen. Sie wird durch mächtige Magie geschützt. Die tödlichsten Fallen. Ich bin sicher, dass unsere Gegenstücke aus dieser Ära sich um die Angreifer kümmern. Kung Lao, Lu Kang, ihr setzt euch besser. Ich sterbe im Kolosseum, du auf einem Dach im Kampf gegen Lord Raiden? Wie ist das möglich? Unsere Zukunft, Lu Kang. Völlig irre. Keines deiner Worte wird daran etwas ändern. Unser Schicksal als böse, untote Kriegsherren zu akzeptieren, auch nicht. Das tue ich nicht. Wir können keine Zukunft ändern, die wir nicht vollständig verstehen. Vertrauen wir Lord Raiden. Können wir ihm trauen? Offenbar führte er uns beide in den Tod. Na, die Zweifel sind auf jeden Fall gerechtfertigt, ne, von ihm. Aber das ist erstmal anderes. Es ist Zukunftsspielerei, ja. Wir leben in der jetzigen Zeit. Vor allem die beiden, ey. Der ist aber eigentlich in der Zukunft, ne? Die sind ja eigentlich in der Vergangenheit. Also die sind in der Zukunft, aber es sind halt die Vergangenheit des Typis in dieser Zeit, in der wir spielen. So Leute, der Part ist schon ziemlich lange. Ich wollte mal einen Schnitt setzen. So viele Shaolin. Sie starben bei der Verteidigung unserer heiligen Stätte. Das Unterreich muss dafür büßen. Wer auch immer hier war, wusste, wie er die Fallen umgeht. Weißt du es auch? Man zeigte es mir nie. Wahrscheinlich hast du da nur nicht aufgepasst. Beachte das Muster. Wähle den richtigen Moment. Okay. Der Lebensmittel. Geschafft. Ich
Nee, okay, wieso nicht, ne? Das war leicht. Was kommt jetzt? Einiges. Flammenspeier, Speerfallen, Giftgas. Sollten wir die vielleicht umgehen? Das war ich nicht. Aber ich. Scorpion, du musstest ja diese Zeitfusion überleben. Ihr werdet Kronika nicht davon abhalten, meine Familie und meinen Clan zurückzuholen. Okay, ich bin als Liu Kang. Falls Scorpion uns nicht tötet, tun es diese Fallen. Finde einen Weg, sie auszuschalten. Okay, aber erstmal. Mal sehen, wessen Feuer heißer lodert. Erstmal beende ich hier an dieser Stelle den Part, Alter. Wir sind bei 38 Minuten, Lori. Leute, sorry für diese Überlänge, aber ich habe ja auch viel gesehen. Ne? Wo hätte ich da jetzt einen Schnitt setzen sollen? War jetzt ziemlich schwierig. Ja gut, Leute, dann bedanke ich mich fürs Zusehen und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part. Adios.